maybe there was lack of 4 or 5% in this game with the attitude and Vielleicht haben concentration gestern vier bis fighting fünf spirit. Prozent gefehlt von der Einstellung, der Konzentration und dem Willen zu kämpfen. Und diese vier bis fünf Prozent machen eben den Unterschied. Es sind die kleinen Details. Aber Bremen ist auch eine gute Mannschaft. Sie haben gute Spieler und sie haben zu Hause gespielt. Wir haben sie nicht unterschätzt, aber vielleicht haben wir nicht so hart gekämpft, wie wir es eigentlich können. The fighting spirit as we used to. So this couple of percents, I think. The first half, I think it looked good. We take the lead early on. Kevin make a nice goal. Die erste Hälfte hat ganz gut ausgesehen. Wir sind früh in Führung gegangen mit Kevins schönem Tor und danach haben wir das Spiel eigentlich gut unter Kontrolle. Wir haben gut gespielt, hatten Chancen und einige schöne Kombinationen, ein Abseitstor. Wir haben phasenweise richtig gut gespielt. Aber dann macht Bremen den Ausgleich. Unglücklich. Aber wir haben weitergekämpft, so wie wir uns das vorgenommen haben. Und zur Pause steht es 1:1. Also eigentlich alles gut. Ein 1:1 ist okay. As we planned, and in halftime it's 1-1, so the game is still good, even though we had the lead. And hopefully, you know, when we have the lead, we want to go in halftime with the lead. But 1-1, it's okay. Ich kam dann rein, als noch ungefähr 30 Minuten zu spielen waren. In dieser Phase war es ein Vor und Zurück, hohes Tempo. Sie hatten Chancen, wir hatten Chancen. Und dann sind es im Fußball eben diese Kleinigkeiten. Wir haben 1:3 verloren, aber wir hätten auch 3:1 gewinnen können. Als ich reinkam, der erste Kontakt, da hatte ich gleich eine richtig gute Chance, ein Tor zu machen. Aber blöderweise habe ich eben daneben geschossen. Wir hatten aber auch noch andere, richtig gute Chancen, die wir nicht genutzt haben. Und stattdessen macht Werder das 2:1. Und das in einer Phase, wo wir eigentlich am Drücker waren. But don't score. Instead they make 2-1 in a corner. And during a time where I think we had the pressure and we played better. Uns geht es nicht darum, auf einem sicheren Tabellenplatz zu stehen. Wir wollen immer gewinnen und immer mehr Punkte haben. Die letzten drei Spiele sind eine Herausforderung. Wir wollen 9 Punkte, damit wir die Saison bestmöglichst abschließen können. Es ist wichtig, dass wir uns hundertprozentig darauf konzentrieren. Ich glaube ja, dass man die letzten drei Spiele und die Stimmung mitnimmt in die nächste Saison. Believe we take these three last games with us to the next season also. So it's important.